Da hat sie mir geschrieben, dass sie sehr dankbar ist dafür, dass ich die königliche Familie sozusagen mental unterstütze. Und das wollte ich eigentlich jetzt dem Charles mal zeigen. Das Ganze ging zurück auf eine englische Bibel, die ich durch Zufall gefunden hatte in meiner Gemeinde in St. Johannes Harvesterhude. Und zwar, die habe ich auch dabei. Und die gehörte mal einem britischen Soldaten von 1941. Und das habe ich geschrieben und das hat sie wohl irgendwie beeindruckt, dass ich da meinen Namen praktisch hingeschrieben habe. Da war nämlich eine Fläche, wo der Soldat seinen Namen reinschreiben sollte. Die war leer und da habe ich meinen Namen reingeschrieben und habe ich gesagt, jetzt bin ich on active service für die Queen. Ah, sehr toll. Und wie lange hat das gedauert? Die Antwort, also 2013 war das? Das war also kurz vor Weihnachten und es kam also kurz vor Weihnachten am 18. Das hat ungefähr 2 Wochen gedauert, dann kam die Antwort. Ist ja gar nicht so lang. Jetzt hat der König heute wahrscheinlich keine Zeit, das genau anzuschauen. Aber haben Sie den König gesehen jetzt richtig aus der Nähe? Leider nicht. Nein, ich habe nur in das Auto geguckt, in den Rolls-Royce.